Liebe Saskia, du hast vor kurzem was richtig Schönes gemacht, und zwar einen Bildungskongress. Magst du kurz erzählen, wie du dazu kamst? Was hat dich motiviert? Was hat dich sozusagen dir die Kraft geschenkt, sowas auf die Beine zu stellen? Ja, eine schöne Frage. Mir ging es eigentlich darum, dass ich immer das Gefühl hatte, da tut sich so wenig im Bildungsbereich, irgendwie, da sollte sich aber dringend was tun. Und dann habe ich auch gesehen, wie in anderen Ländern Fortschritte gemacht werden, ja. Und da habe ich dann mich inspirieren lassen. Und je mehr ich recherchiert habe, desto mehr schöne Sachen habe ich dann gefunden, wie man Bildung neu denken kann, deswegen dann eben auch Rethink Education, so hatte ich den Kongress damals genannt. Und ja, dann war meine Motivation eigentlich die, weil ich selber zwei kleine Kinder habe und mir von Anfang an diese Frage gestellt habe, wo sollen die mal in die Schule gehen? Und ich war einfach nicht glücklich mit dem Angebot, sage ich mal, an Bildungsmöglichkeiten. Ja. Klasse. Also eher ein Mangel, der dich letztendlich dazu bewogen hat, diese Lücke zu füllen. Ja, ein riesengroßer, eklatanter Mangel. Eigentlich so, das ist ein ganz großes Feld, wo man noch ganz viel machen kann. Und ja, genau. Das finde ich klasse, weil ein Mangel ist ja auch dafür da, um ihn zu erkennen, wenn man ihn erkennt, und dann zu füllen. Also das ist ja das Schöne vom menschlichen Bewusstsein, dass er etwas erkennen kann als Mangel, als Bedarf und diesen füllen kann, so gut er es kann. Jetzt möchte ich zu deinen, ja, machen wir vielleicht drei draus, zu deinen drei schönsten Momenten, wo du diesen Bildungskongress gemacht hast, deine Glücksmomenten, deine, wo die Euphorie einfach total überschwang, weil du hast diese Euphorie, das sieht man dir an. Ja, die drei schönsten Momente, ja, okay. Also definitiv während Gesprächen hatte ich immer wieder solche Glücksmomente, weil ich auch mit sehr, sehr tollen Personen gesprochen hatte und die haben mir dann eben viel beigebracht, allein schon im Gespräch so. Also wenn ich denke, ich hatte zum Beispiel den Neffen vom Dalai Lama und das war ein ganz besonderes Gespräch für mich, weil er so mittig war, ja. Also zum Beispiel, was ich da jetzt spontan erzählen kann, ist, dass er, ich hatte gemeint, ja, es ist doch hier immer so mit Competition und jeder gegen jeden und sowas und ob man nicht mehr Richtung Kooperation gehen müsse und so. Und dann hat er aber gemeint, so ganz mittig, ja, also da hat er das irgendwie so ausbalanciert, hat er gesagt, ja, die ganz schön ist es, wenn die zwei Dinge sich ergänzen. Also wenn es diesen Ehrgeiz untereinander gibt und man aber kooperiert und dann das so Hand in Hand geht. Und ja, solche Einsichten haben mir persönlich natürlich toll gefallen, weil es war so, hey, wow, ja, man muss nicht immer so oder so, sondern man kann da so Mittelwege auch gehen. Und ein zweiter Moment ist auf alle Fälle gewesen, das Feedback von den Leuten, weil ganz viele eben gesagt haben, oh, danke, danke, dass endlich jemand was macht und ich bin jetzt endlich informiert und ich kann diese Dinge wirklich gut jetzt auch bei mir zu Hause anwenden oder ja, also da kam von verschiedensten Menschen kam ganz positives Feedback, dankbares Feedback. Das war natürlich toll. Gerade für die Strecke, weil es ist ja schon ein Kraftakt, sowas auf die Beine zu stellen. Ja, es war sehr intensiv. Also 8 Monate auf Tag und Nacht so und ja, es war sehr fordernd. Und Deswegen die dritte. ein dritter schöner Punkt. Ja, wirklich die Leute, mit denen man in Kontakt gekommen ist, weil die alle so was Ähnliches motiviert einfach, ne? Also dieses Herzliche, dieses Anliegen, den Kindern das Bestmögliche mitgeben zu wollen und ja, einfach die Kontakte, die man dadurch auch gewonnen hat, auf eine Art, ja, sehr bereichernd. Vor allen Dingen muss ich sagen, jetzt aus meiner Sicht kann ich das jetzt absolut bestätigen, auch wenn ich deinen Kongress verpasst habe, aber den Kontakt zu dir habe ich jetzt quasi auch gefunden, weil wir haben uns jetzt gerade vor, sozusagen vor der Aufzeichnung vor 3 Minuten das erste Mal gesehen und getroffen. Ja. Jetzt klappt noch nach. Da war der Gerald die Kontaktfee, wenn man so will. Genau.
Du hast schon eine Überführung gemacht und das ist mein zweiter Punkt, die Herausforderung. Vor welchen Herausforderungen standest du? Da trennt sich jetzt nicht ein, da lasse ich dir völlig frei, ob du nur eins, zwei, drei, zehn, hunderttausend erzählen willst. Welche Herausforderungen? Und wie hast du sie gemeistert? Also nicht nur, wenn du sie gemeistert hast, das hast du geschafft, der Kongress fand statt, der ging 3 Tage und ich überlege, 8 Monate Vorbereitungszeit hattest du Ja. reingesteckt und für 3 Tage, das muss man sich mal vorstellen, Wahnsinns. Erzähl. Okay, Herausforderungen waren, meinst du jetzt abgesehen davon, was ich mit den Kindern in der Zeit jeweils immer gemacht Auch das, ja, du hast 2 kleine Kinder im Kindergarten. Ja, auch das ist eine Herausforderung, absolut. Wie hast du den Alltag gelebt? genau. Ja, okay. Ich überlege offensichtlich, ja. Gut, ich habe, was ich gelernt habe, eigentlich erst dann im Nachhinein, war so ein bisschen dieses, was ich das nächste Mal anders machen würde, quasi Soll ich wäre. zum Schluss fragen? Also meine dritte Ah, Frage okay. ist das. Jetzt nur eine Herausforderung. Wo standest du plötzlich vor einem Berg und hast gedacht, oh Mann, warum tue ich mir das? Also, oh Frau, warum tue ich mir das an? Weil ich kenne diese Momente auch, dass du dann sagst, jetzt, warum habe ich das nur getan? Aber das war ja eine innere Fügung, dass du es getan hast. Du konntest ja denn gar nicht anders. Aber du standest mit Sicherheit nicht nur einmal vor dem Problem in den 8 Monaten, wo du gesagt hast, lass ich es lieber. Das meine ich mit Herausforderung, wo du wirklich Okay, ja. hart zerbrochen bist. Okay, da gab es eben diese eine Phase, muss ich sagen, so ungefähr dann einen Monat vorher, also nicht mehr allzu lange hin, ja. Und ich habe da dann die Anmeldungen freigeschalten, also dass sich Leute dafür anmelden können. Und dann ging das auch schon hoch und das war dann auch schon irgendwie toll. Aber je näher das dann kam, eine Freundin hat mir das dann so erklärt, irgendwie, das ist wie beim Fallschirmspringer, ja, wenn er da erstmal ins Flugzeug einsteigt und das irgendwie, das war so ein Vergleich mit dem Fallschirmspringer, jedenfalls kurz bevor es dann soweit ist, dass man da dann so Panik bekommt und dann irgendwie denkt, soll Aber ich kennst du jetzt das wirklich? vom 10-Meter-Turm in Oh Schwimmunterricht? Da musst du den mein 10-Meter-Turm hochklettern, Ja, aber ja. 5 Meter, weil das hat jeder erlebt. Fallschirmspringen können die wenigsten, aber 5 Meter-Turm hochklettern und du merkst, du stehst jetzt in der Reihe und jetzt springt der Erste ab und jetzt bist du dran. Boah. Boah. Genau. So der Moment, der war dann schon, wo ich dann dachte, ich könnte es ja einfach auch ganz lassen. Ja, so Ja. diese Sachen. Ansonsten war ich wirklich sehr, sehr davor, hatte ich nicht. Also ich hätte es, wie du sagst, nicht lassen können. Also es war dann einfach, nee, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt einfach und das war mir ganz arg wichtig. Und das Einzige waren eben Zeitfaktoren oder ja, die das erschwert haben. Aber nicht, also ich war zu überzeugt. Und Da war hast du das dann, wirklich allein gemacht? das hat alles niedergemäht, ja. Okay. Hast du es eigentlich allein gemacht? Also die hauptsächliche Organisation oder hast du da ein Team um dich rum? Echt alles allein? Ja, im Grunde ja. Ich hatte dann Boah. zwar einen am Schluss, einen Student, der hat mir bei manchen Sachen bei der Einrichtung nochmal geholfen, weil es eben irgendwie man muss über 70 Internetseiten gestalten und da konnte er dann die ein oder andere dann Sachen kopieren. Aber ja, ansonsten alles allein, ja. Halleluja, hättest mich angerufen. Ja, woher nehmen, wenn nicht Ja, stehen, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, da hätte ich dir wirklich gern geholfen. ja. Weil ich weiß, wie das ist, wenn man das allein macht. Ich habe auch so Projekte schon gestartet und ich kann das mich absolut in dich reinversetzen. Magst du Ja. noch mal eine andere Herausforderung erzählen? Noch eine zweite, so als Abrundung, so als Waage? Ich meine, natürlich musste ich mich selber winden, auch am Anfang dann in die Interviews reinzugehen. Also ich habe mich da teilweise dann auch 2 Tage intensiv drauf vorbereitet, damit ich einigermaßen weiß, wie ich strukturmäßig vorgehe im Gespräch und solche Sachen. Und ja, da habe ich dann aber einfach dieses Motto für mich gefunden, immer, ich mache das jetzt einfach. Ich mache das jetzt einfach und irgendwie seit ich das vor ungefähr 2 Jahren angefangen hatte, mir sowieso sozusagen immer dieses, weißt du was, ich mache das jetzt einfach. Klasse. Das hat sehr viel verändert, ja. Von einem Freund, der in dem Netzwerk Liebevoll Jetzt relativ viel macht, also der Markus, der hat mir letztens erzählt, wie man den Stress abbauen kann, also auf die Zehenspitzen stellen und dann springen. Und die ganze Zeit immer schneller, weil dann kriegst du eine Erdung.
Und gleichzeitig löst es einfach die Faszien, die Muskulatur wird viel lockerer. Und dann bist du viel geerdeter. Das habe ich jetzt vor dem Meeting jetzt mit dir nicht gemacht, aber ich habe schon gemerkt, so die 10 Minuten vorher, da kribbelt es schon was. Ich habe mich richtig gefreut auf das Gespräch jetzt mit dir, weil ich habe natürlich unter der Dusche, ist mir jetzt vorhin jetzt ist fast eine Stunde her, ich bin jetzt mindestens schon eine Stunde geduscht, ist mir das eingefallen mit dem Interview, dass ich dich ja kurzfristig fragen könnte. Das hat irgendwie so ein Trigger bei mir ausgelöst, so die Vorfreude, aber auch gleichzeitig diese Ungewissheit. Und ich glaube, das gehört auch dazu, wenn man solche Konferenzen macht, diese Ungewissheit, was erwartet mich da jetzt, was kommt da jetzt und sich einfach ins Leben reinlassen. Jetzt sind wir schon bei den Lessons Learned, wo du schon vorhin reinkommen wolltest. Was hast du gelernt? Was kannst du anderen mitgeben? Weil vielleicht gibt es noch ein paar andere, die das machen wollen. Ein Bildungskongress, einen anderen Kongress, was auch immer. Gut, ja. Ich finde, man kann die Leute, mit denen man gesprochen hat im Interview, die kann man gar nicht genügend festlegen. Ja, also da gab es dann, ich hatte anders kalkuliert am Anfang. Ich hatte auch sehr große Sprecher dabei und dann hat es dann zum Beispiel nicht geklappt. Und da eine gewisse Verbindlichkeit reinzubringen bei den großen Sprechern, aber auch, dass von Anfang an gewisse Dinge dann klar sind, dass wenn jeder in seinem Netzwerk das verbreitet, dass es dann ein erfolgreiches Event ist. Und wenn aber nur ein paar das veröffentlichen, dann tragen die diese Arbeit des Veröffentlichens und das, was man damit eben tun muss. Und dass es eigentlich auch nur fair ist, wenn es alle machen so. Und da dann eben das richtig zu kommunizieren und eine gewisse Verbindlichkeit zu haben, würde ich sagen, ist auf jeden Fall notwendig, ja. Hast du Und das gut hingekriegt dann? nee, das ist das, was ich gelernt habe, also nein. Beim nächsten Mal die mehr rannehmen und mehr E-Mails schreiben, mehr Verbindlichkeit oder wie würdest du das angehen? Ich Also in würde, ich würde ja, das quasi am besten schon vorm Interview machen. Und dann sagen, und auch nur, wenn wir das jetzt also so transparent und klar alles sagen wie möglich und dann auch dieses, nur wenn wir jetzt, wenn wir uns da einig sind, dann können wir das jetzt auch machen, weil ansonsten ist wirklich diese ganze Nachbereitungszeit dann einfach, ist zu viel Aufwand unterm Strich, ja. dann fällt dir Und zwar der ein oder andere vielleicht weg, aber du kriegst dann dafür vielleicht einen neuen oder eine neue Referentin, die sagt, ja, natürlich verbreite ich das übers Netzwerk. Dann hast du natürlich viel mehr erreicht. Weil du hast, glaube ich, dir eh ein recht großes Ziel. Ich habe bei der BNN nachgelesen, 300.000 hast du mal anvisiert. Ich glaube, das ist ein riesen, riesen, also wo ich das gelesen habe, dachte ich, wow, weil ich kenne sonst die Kongresse so mit 5.000, 6.000, so die Größenordnung. Magst du sagen, wie viel oder machen wir das im Nachgang? Ja, ich meine, in die Richtung ging das dann, wie du gesagt hast, die zweite Größe, ja, so. Ganz genau kann ich es dir nicht sagen, aber Die Zahl kenne ich so etwa, also den. die Zahl, ja, ich meine, die Zahl, die ich kalkuliert hatte, war nicht unrealistisch. Das fand ich so witzig. Also viele haben gesagt, wie was? Also da musst du mir erklären, wie. Und ich hatte einfach dadurch, dass ich die Montessori-Schulen, das internationale Netzwerk von denen mit an Bord geholt hatte mit 40.000 Schulen und dann war einfach nur, wenn die das an jede Schule verteilen, 40.000 Schulen, und es kommt einer von einer Schule, ein Lehrer, ein Elternteil, ja, dann sind wir schon bei 40.000. Na Das war so, klar. das war dann so, okay, ist nicht unrealistisch, dass das funktionieren kann, so. Und dann ging es weiter mit anderen Größen, die dann Follower-Bereich 150.000 aufwärts, ja, wenn du da auch nur 1% nimmst. Also ich habe gar nicht mit 100% gerechnet. Wenn man bei Marketing oder wie auch immer mit 1% rechnet, dann ist das Das schon, ist realistisch, das ist ist es gut. okay, ja, so. Und naja, so kam ich dann eben dadurch, dass zum Beispiel der Dalai Lama auch zugesagt hatte zunächst und das war dann sein Neffe im Endeffekt. Das hat dann halt das alles Vielleicht sogar besser. runterreduziert, ne? Ja, Ja. aber trotzdem, ich glaube, sein Neffe hat ja trotzdem das Gedankengut von ihm mitbekommen. Er ist ja, so wie du es gesagt hast, wo er dir erzählt hat, es braucht beides. Es braucht das Gute wie das Schlechte, weil in beidem steckt ja letztendlich Potenzial. Nur wenn man beides gegeneinander verwendet, dann
verpufft es. Wenn man beides aber als Kraft, um den Raum zu füllen, verwendet, und ich glaube, das wollte dir letztendlich da sagen, ich war ja leider nicht dabei, aber das Prinzip kenne ich, diese Vereinigung von Yin und Yang macht das ja quasi in einem Symbol deutlich. Da gibt es ja auch kein Schwarz und kein Weiß, das geht ja ineinander über. Mhm. Wenn du dich anfängst zu rotieren, dann siehst du eh nur noch Grau, weil das vermischt sich. Und das ist, glaube ich, im Dualismus so eine richtige und wichtige Konsequenz, dass wir sagen, man braucht beides. Man muss, kann sich ausloten. Das Akzeptieren, das Anderssein ist es eigentlich, wo der Schlüssel ist zur Öffnung. Ja. Aber Hochachtung, Respekt, wenn das eine One-Woman-Show war, wie du jetzt sagst, hast du viel gelernt und viel bewegt. Die Videos sind ja nach wie vor noch da. Also ich habe das Video vom Gerald auf seinen Kanal hochgeladen und das wird da auch konsumiert. Also es ist nicht so, dass es jetzt keinen Nachhall gibt. Und ja, über den anderen Nachhall unterhalten wir uns nach dem Video persönlich. Ich danke dir für diese offenen Worte und es war wirklich schön, von deinen Erfahrungen zu profitieren. Vielen herzlichen Dank. Danke dir.